Ja, vielen Dank, Hans-Werner. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es war in der Tat ein einzigartiger Vorgang, den wir da erlebt haben im Oktober. Das Machtwort des Bundeskanzlers war ja nichts anderes als die Ausübung seiner Richtlinienkompetenz. Er hat dann einen weisen Mittelweg gewählt. Die Bündnisgrünen wollten ja eigentlich die Atomkraft zum 31.12. auslaufen lassen, haben dann nachgebessert. Das Ganze hätte dann also als Vorratsreserve dienen sollen, zwei südliche AKWs bis zum April. Die FDP hat dagegen gehalten, hat gesagt, nein, wir brauchen in der jetzigen Situation jede Energie, die wir gebrauchen, die wir holen können. Und deswegen war die FDP sogar dafür, die drei Atomkraftwerke auch noch zwei Jahre laufen zu lassen in Deutschland. Der Kanzler hat dann bekanntlich den Mittelweg vorgegeben. Die Atomkraftwerke, alle drei, werden in einen Streckbetrieb gehen. Und am 15. April soll dann Schluss sein mit der Atomkraft. Ganz wichtig, es sollen keine neuen Brennstäbe gekauft werden. Das ist der Kompromiss, um den es heute geht. Eigentlich muss man natürlich sagen, eine Verlängerung der Laufzeiten, nämlich bis zum 15.04. muss der Bundestag heute beschließen mit der Mehrheit der Ampel. Und so wird es dann voraussichtlich auch kommen. Aber ich kann mal nachfragen bei meinen heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Harald Ebner. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und Moin. Steffen Bilger begrüße ich, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion für diesen Bereich zuständig. Herr Bilger, ich habe es gerade so ein bisschen, Herr Ebner, ich habe es gerade so ein bisschen beschrieben. Wie sauer sind die Grünen eigentlich noch auf den Bundeskanzler? Wir sind gar nicht sauer, aber lassen Sie mich eins sagen, weil Sie sagen, die Grünen wollten zum 31.12. Schluss mit der Atomenergie machen. Das war ein einstimmiger Beschluss des Deutschen Bundestages im Juni 2011. Richtig. Also die ganze Republik, der gesamte Bundestag, es war einstimmig, es war ein gesellschaftspolitischer Konsens, ein gesellschaftlicher Konsens, zum 31.12. diesen Jahres aus der Atomenergie auszusteigen. Und das ist bis jetzt geltende Rechtslage. Richtig, aber dann kam der Krieg und die Probleme, die damit einhergehen. Und deswegen nochmal die Frage, damit wir es gleich mal festmachen, werden die Grünen denn heute dieser Verlängerung der Laufzeit bis zum April zustimmen? Es wird für uns ja nicht einfach. Wir hatten eine Notfallreserve für zwei Kraftwerke im Süden. Das wäre auch sachgerecht gewesen, was die energietechnischen Fragen angeht, vorgesehen. Wir tun uns schwer mit jedem Tag, den die Atomkraftwerke länger laufen. Wir können aber gut damit leben, dass keine neuen Brennstäbe, das ist für uns die rote Linie, dass keine neuen Brennstäbe beschafft werden, dass kein neuer Atommüll anfällt, weil die Endlagersuche ist bis heute ungelöst. Insoweit tragen wir die heute zur Abstimmung stehende Lösung, den Gesetzentwurf der Bundesregierung mit. Herr Bilger, man merkt, den Grünen fällt das erkennbar schwer. Logisch ist es ja eine Art Gründungs-DNA gegen Atomkraft zu sein. Die Union sieht das ein bisschen anders. Sie sagt, wir haben eine Notlage. Wir wollen die AKWs länger laufen lassen, nämlich bis zum 31.12.24. Warum dieser Termin? Und Ihnen ist schon klar, das haben Sie auch reingeschrieben, dass Sie neue Brennstäbe brauchen. Und da sagen viele Experten, also wenn man neue Brennstäbe einsetzt, dann müssen die auch mindestens 3-4 Jahre besser brennen. Warum also 24 Ende? Wir sind in einer Energiekrise. Und ich glaube, allen ist bewusst, dass wir da wirklich vor einem großen Problem stehen. Deswegen hat die Ampel sich auch durchgerungen, zu diesem Minimalkonsens zumindest die Laufzeiten bis April zu verlängern, um über diesen Winter zu kommen. Aber das wird nicht reichen, denn der kommende Winter, der darauffolgende Winter 23/24 wird voraussichtlich noch härter werden. Also dieser Minimalkonsens in der Regierung reicht nicht aus. In der Tat der große Unterschied zwischen den beiden Gesetzentwürfen, die heute zur Abstimmung stehen. Wir plädieren dafür, neue Brennstäbe zu beschaffen, die Laufzeiten mindestens bis Ende 24 zu verlängern. Wir haben in unserem Gesetzentwurf auch eine Evaluierung vorgesehen, dass man dann im Sommer 24 überprüft, ob ein nochmalige Verlängerung nötig ist. Wir stehen zum Atomausstieg, aber ich glaube, in der jetzigen Situation ist es einfach nicht verantwortungsbewusst aus politischen Gründen, diese Option wegzugeben, wo wir nicht wissen, ob wir wirklich Versorgungssicherheit gewährleisten können, wo die Strompreise viel zu hoch sind, wo es auch um eine Frage der europäischen Solidarität und nicht zuletzt ja auch um den Klimaschutz geht. Dann
viel Kohle zu verfeuern, statt die Kernkraftwerke am Netz zu lassen, das macht ja wirklich nicht so richtig Sinn. Herr Ebner, ich zitiere mal die Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen aus der ersten Lesung am Mittwoch. Sie hat gesagt, es wäre absolut fahrlässig, auf diesen Beitrag zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten, diese drei AKWs. Das ist eine Erkenntnis, die hat sie nicht das ganze Jahr über gehabt. Und diese Erkenntnis ist ja auch eine, die die anderen Oppositionsfraktionen teilen und sagen, deswegen brauchen wir das wahrscheinlich auch noch im kommenden Winter. Wo ist da der Unterschied zum Winter 23? Na, da wird ja einiges ausgeblendet. Also zum einen, die Erkenntnis ist ja dem zweiten verschärften Stresstest durch die Netzbetreiber geschuldet, die aber gesagt hat, im Grundsatz können diese drei Atomkraftwerke kaum und maximal einen marginalen Beitrag zur Netzstabilität leisten und schon gar nicht zum Gaseinsparen und schon gar nicht, was die Preise angeht. Das ist der erste Punkt. Der Unterschied zur Union ist, dass wir sagen, wir wollen, dass die Kraftwerke zur Verfügung stehen, in dem Fall, in dem man sie braucht. Das hat sich jetzt erledigt durch den Beschluss, der ansteht. Sie laufen durch bis zum 15.04., also ein begrenzter Weiterbetrieb bis längstens 15.04. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und der dritte Punkt, wenn ich die Krokodilstränen höre, was den Klimaschutz angeht bei der Union, dann frage ich mich einfach täglich, warum haben wir in den letzten 16 unionsgeführten Jahren in dieser Republik nicht mehr Klimaschutz gesehen, nicht mehr Ausbau der erneuerbaren Energien? Und das genau ist das, was wir jetzt in diesem Jahr mit wirklich einer bislang nie dagewesenen Geschwindigkeit auf den Weg gebracht haben. Und das wird es auch sein, was uns dann in den und über den nächsten Winter tragen wird. Sie müssen sich auch vorstellen, wir haben dafür gesorgt, dass jetzt die Gasspeicher zu 100% gefüllt sind. Im letzten Herbst waren die leer. Wir haben ein Gesetz geschaffen, das dafür sorgt, dass das passiert. Und wir haben es geschafft, obwohl die russischen Gaslieferungen komplett ausgesetzt sind. Und damit sorgen wir vor und damit schaffen wir uns auch eine Sicherheit für die kommenden Jahre, weil da der Ausbau der Erneuerbaren dann auch massiv vorankommen wird. Herr Böger, das Argument kommt ja immer wieder. In den letzten 16 Jahren ist zu wenig passiert. Man bräuchte eigentlich mehr erneuerbare Energie. Die hat man jetzt aber nicht. Und interessanterweise hat man auch im ersten halben Jahr unter der Ampel nicht mehr Zubau an Windrädern zum Beispiel als unter der Großen Koalition. Woran liegt das? Ich muss zunächst mal Herrn Ebner widersprechen. Also die Bundesregierung will ja nicht mit mehr erneuerbaren Energien durch diesen und den nächsten Winter kommen, sondern vor allem mit dem Wiederanfeuern von Kohlekraftwerken. Und das hat mit Klimaschutz dann wirklich nichts zu tun. Man kann darüber streiten, was wir bisher im Klimaschutz erreicht haben in Deutschland. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, 1990 hat man sich ein Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß um 40% zu reduzieren bis 2020. Das haben wir erreicht. Also wir haben durchaus einiges geschafft als Industrienation, wo wir auch darauf achten müssen, dass wir die Versorgung mit Energie sicherstellen, sodass es für die Verbraucher zu bezahlbaren Preisen möglich ist und dass auch die Arbeitsplätze erhalten werden. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, wie er eben auch. Hier im Bundestag wird immer den Bayern und der CSU vorgehalten. Die hätten nichts erreicht beim Ausbau der Windkraft. Also in Baden-Württemberg, in 11 Jahren grüne Umweltminister, sieht es auch nicht anders aus. Klar, wir brauchen eine Kraftanstrengung, sind wir aber auch wieder bei Themen, wo die Grünen gefordert sind. Weil bisher war es halt oft so, dass dann Naturschutz oder andere Fragen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien entgegenstanden. Also da müssen dann auch die Grünen über ihren Schatten springen. Da gibt es Bewegung, das begrüße ich auch sehr. Und wir sind absolut dazu bereit, nochmal einen richtigen Schub zu geben beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn das ist ja unser gemeinsames Ziel, dass wir irgendwann zu 100% Erneuerbaren kommen und die fossilen Energien nicht benötigen und auch die Kernkraft nicht mehr benötigen. Aber da haben wir halt noch einen Weg zu gehen. Aber ist das nicht auch ein Grund, warum die Bundesregierung und auch die grünen Ministerinnen und Minister in der Bundesregierung jetzt sagen, okay, für dieses Jahr, für diesen Winter brauchen wir noch Atomkraft, auch weil man die Erkenntnis gewonnen hat, dass eben die Kohlekraftwerke gar nicht so schnell ans Netz gehen können? Genau, das ist ja der Punkt, darauf habe ich vorhin hingewiesen. Der Ausbau der Erneuerbaren wurde ja behindert in den letzten 16 Jahren. Das hilft uns aber jetzt in diesem Winter nichts. Das hilft uns nichts, aber aus dieser Erkenntnis heraus, wir können ja nicht Windräder einfach herzaubern, weil Sie schon gesagt haben, in den ersten 6 Monaten ist da noch nichts passiert. Ich meine, Sie haben einen Planungsvorlauf, in 6 Monaten bauen Sie auch kein Windrad. So, also das heißt, wir haben jetzt Hürden aus dem Weg geräumt, die Union aufgebaut hat. Es war
waren wahnsinnig viele Schikanen. Im Übrigen auch für die Windkraft an Land, gerade in Baden-Württemberg. Da kamen gar keine Anträge mehr, obwohl wir in Baden-Württemberg das von der Union damals geschaffene Verhinderungsrecht aufgehoben haben, damit diese Windkraftplanung schneller vorankommen kann. So, also vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, wir müssen alles beschleunigen, was geht. Die LNG-Terminals, die gebaut werden, auch nochmal auf Kohle und Öl zurückgreifen. Aber lassen Sie mich das auch sagen, wir müssen auch einsparen. Dazu gibt es auch Incentives, Anreize für die Industrie und Vereinbarungen. Und es gerade heute Morgen hat die Bundesnetzagentur auch noch mal mitgeteilt, oder war es gestern, wie viel eingespart wurde. Die Industrie, ich glaube, zwischen 20% und 30% und die Privathaushalte sogar fast 50%. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine unglaubliche Leistung, die wir da alle zusammen, die Menschen in diesem Land alle zusammen hinbekommen haben. Und in der Summe sind wir überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen gut über den Winter kommen, dass wir mit diesen Maßnahmen auch nicht unsere Klimaziele gefährden. Denn gleichzeitig haben wir heute in der ersten Lesung auch die Vereinbarung, den Kohleausstieg der Union um 8 Jahre vorzuziehen. Wir steigen 8 Jahre, zumindest im Rheinischen Revier, schon mal 8 Jahre vorher aus der Kohle aus. Und damit bleiben Millionen Tonnen Kohle im Boden und werden nicht verfeuert. Das ist ein echter Beitrag zum Klimaschutz. Klimaziele nicht verfehlen, das ist ein gutes Stichwort. Denn gestern gerade hat die deutsche Delegation viel Kritik von internationalen Professoren und Wissenschaftlern gekriegt für die Tatsache, dass hier LNG-Terminals aufgebaut werden bei der internationalen Umweltkonferenz. Das ist ja in der Tat auch nicht so einfach mit diesen LNG-Terminals. Sie sind jetzt erstaunlich schnell aus dem Boden gestampft worden. Das erste wird wohl schon kommende Woche eingeweiht. Das ist schneller, als man in Deutschland je erwarten konnte. Aber ganz ohne sind diese LNGs ja auch nicht. Es gibt großes Unverständnis in Europa und in der Welt über die aktuelle Energie- und Klimapolitik dieser Bundesregierung. Also Beamte aus dem Bundeswirtschaftsministerium, aus dem Bundesumweltministerium haben den Entwurf des Prüfvermerks vom März zur Frage der Weiternutzung der Atomkraft reingeschrieben. Wenn die Atomkraftwerke weiter betrieben werden im Leistungsbetrieb, dann bedeutet das 25 bis 30 Millionen Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr. Das ist eine Riesensumme. Das ist die Hälfte dessen, was die Landwirtschaft pro Jahr in CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und das gibt man einfach weg, macht stattdessen mehr Kohle, baut LNG-Terminals. Wir unterstützen den Bau der LNG-Terminals, weil es aus unserer Sicht nötig ist, um unsere Energieversorgung zu sichern. Wir müssen jetzt eben alles tun, damit die Verbraucher die Sicherheit haben, dass auch die Unternehmen die Sicherheit haben. Aber solche Entscheidungen, Kernkraft abzuschalten oder auch andere Fragen, die wir zurzeit diskutieren. Die Bundesregierung wollte die Förderung für kleine Wasserkraftwerke streichen. Sie wollte die Möglichkeiten beim Biogas deckeln. Das sind alles seltsame Entscheidungen, wenn es eigentlich heißt, es kommt auf jede Kilowattstunde an. Und wir wollen auch den Klimaschutz ernst nehmen. Herr Böger und Herr Ebner, vielen Dank, dass Sie da waren. Es klingelt nämlich und Sie müssen dringend rein, weil Sie einer der ersten Redner sind, Herr Ebner. Da sind wir gespannt. Ich wollte nur sagen, Klimaschutz ist sehr wichtig. Wir müssen gleichzeitig aber die nukleare Sicherheit genauso ins Kalkül ziehen. Und wenn wir uns etwas einkaufen, eine Kilowattstunde. Wir können die uns nicht um jeden Preis einkaufen, nämlich nicht um den Preis eines erhöhten nuklearen Risikos. Und den vermeiden wir. Diesen Preis vermeiden wir. Herr Böger, Herr Ebner, vielen Dank.